Daschen! Oh. Vorsicht, Kamera! Scheiße! Wo willst du hin, mein Freund? Was ist los? Lass weg! Wir sind jetzt hier bei Familie König, unserem neuen Auftraggeber. Denen ist in kürzester Zeit zweimal eingebrochen worden. Jeweils in der Nacht danach haben die Einbrecher wohl auch das Auto geknackt, alles rausgeholt, immer damit alles neu war, wieder direkt alles weg. Die Polizei ermittelt schon, tappt aber wohl noch im Dunkeln. Jetzt sind wir dazugekommen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Gehen wir mal vor. Ah, da sind sie schon. Hallo. Hallo. Hi. Ja. Und haben Sie da irgendwie schon was Neues finden können? Nee, leider nicht. Also außer Einbruchsspuren ist nichts zu sehen. Ne? Wie sieht es denn aus hier im Umfeld? Haben Sie hier Feinde? Oder nein, in unserem Umfeld, nein. Kann ja sein, dass Sie eine Vermutung also, haben. Nein, absolut nicht. Also wir haben nur Familien und nein, um Gottes Willen. Nicht in unserem Umfeld. Da wird mir auch keiner einfallen. Ne? Gut. Okay, und die Polizei, haben Sie die schon verständigt? Ja, die Polizei weiß Bescheid. Also die sind auch schon am Ermitteln. Okay. Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich kann nicht mehr. Also ich meine, dass einmal jemand einbricht, das trifft man einem einfach mal. Aber zum zweiten Mal, ich habe Riesenangst. Jetzt ruft Carsten gerade an. Hey Carsten! Hi Cora. Hi. Sag mal Cora, pass mal auf. Ich bin hier gerade bei einer anderen Auftragsvergabe. Eigentlich nur drei Straßen weiter von euch. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass der Blitz immer an der gleichen Stelle einschlägt. Hier ist genau das gleiche System wie bei euch. Die gleiche Masche ziehen wir hier durch. Die einzige die gleiche Bande, das geht gar nicht anders. Mhm. Ja, pass auf, ich mach jetzt den. Ich rufe jetzt Thomas an und Thomas wird seinen Kontakt bei der Polizei einschalten und dann mache ich einen Termin für euch da und dann könnt ihr einfach mal mit der Polizei da kooperieren. Ja, ist doch dann gut. Fassen wir alles zusammen und dann funktioniert die Sache auch ein bisschen besser. Weil hier ist auf jeden Fall eine Bande im Gange, die das regelmäßig an der gleichen Stelle macht. Hallo. Guten Tag. Hallo. Morgen. Hallo, Sie sind die Privatdetektive. Genau, Cora Reinhardt. Wir haben telefoniert. Hallo, Janschke mein Name. Nehmen Sie Platz. Der Herr Berg hat sich schon etwas informiert, habe ich gehört. Richtig, der Herr Berg hatte angerufen. Ja. Der hat gesagt, Sie haben Fragen zum Thema Einbrüche. Genau, also unsere Auftraggeber sind die Königs, das ist eine Familie. Da wurde in kürzester Zeit mehrmals eingebrochen, also zweimal nach dem Schema. Also Einbruch in der Wohnung und darauf die Nacht im Auto, wurde auch Radio, Navi rausgeklaut. Richtig, und unser Chef rief uns kurz danach an, dass er genau den gleichen Fall im Prinzip nochmal aufgenommen hat, bei der Familie Schneider. Ja. Die haben auch nach demselben Schema ist eingebrochen worden. Eine Nacht darauf ist dann das Auto aufgeknackt worden. Gibt es auf jeden Fall einen Zusammenhang und dafür müssen wir halt jetzt mit ihnen eng zusammenarbeiten. Ne? Ja. Wir haben schon die Vermutung, dass da vielleicht so eine organisierte Bande da steckt oder so. Ne? Ich meine. Kann ich soweit auch bestätigen, dass da wohl eine Serie vorliegt. Also Königs und Schneider sind da nicht die einzigen Opfer, sondern haben wir mehrere Opfer. Kann ich Ihnen mal zeigen, haben wir hier an der Wand, tappen wir ein bisschen im Dunkeln. Wir haben hier die roten und die schwarzen Fähnchen. Das sind ja schon einige, ne? Ja, das sind die ganzen Fälle in der letzten Zeit. Bei den schwarzen wurde dann halt auch eingebrochen und danach dann in das Auto eingebrochen. Aha. Navi rausgeklaut, Radio rausgeklaut. Ja. Und bei den Roten wurde dann sogar das Auto komplett geklaut. Komplett geklaut. Aber das ist alles unmittelbar in einer Nähe, ne? Im selben Kreis. Genau, das ist aber auch das Einzige, was wir jetzt so feststellen können. Also wir tappen da ein bisschen im Dunkeln. Der Kommissar ist zum Glück sehr kooperativ. Er möchte jetzt die betroffenen Personen anrufen und fragen, ob wir die Daten haben dürfen, damit wir eventuell mit den Leuten reden können und vielleicht finden wir irgendwelche Übereinstimmungen, die den Fall dann letztendlich knacken können. Wir waren ja nun auch bei der Polizei gewesen. Wir haben eine Liste bekommen von den ganzen Opfern. Das Komische ist, dass sie nicht die einzigen sind, wo eingebrochen wurde. Was? Es wurde im gesamten Umfeld, es war bei mehreren der Fall. Und wir gehen ganz stark davon aus, dass eine organisierte Bande hinter steckt, weil das läuft einfach auch nach demselben Schema. Ja, okay. Und wichtig ist halt aufgrund dessen, dass es halt so viele Opfer sind, dass wir da richtig ins Detail gehen. Also alles, was sie an dem Tag gemacht haben, davor, danach, das müssen wir jetzt mal genau wissen. Ob sie sich da noch erinnern können, das wäre natürlich super. Ja, da ich Freitag halt nie einen regelmäßigen Tagesablauf habe,
keine Chance, das rekonstruieren. Also bei mir, ich habe immer denselben Tagesablauf. Ich fahre morgens um 7 zur Arbeit. Um 16 Uhr habe ich Feierabend gemacht und bin dann halt auch gleich nach Hause gefahren. Und abends um 20 Uhr waren wir noch bei Freunden auf einer Party. Jo, genau. Das ist jetzt hier vor 4 Tagen, da waren wir noch auf einer Party dann halt abends. Und die Leute auf der Party kannten sie auch alle. Also es gibt ja manchmal so Fälle, da schleusen sich dann ganz ungebetene Gäste rein. Ja. Die gehen dann an die Personalien der Leute, die da Gast sind, und gehen dann von da aus in die Wohnungen und räumen die Buden leer. Ne? Nee, das waren alles langjährige Bekannte, also alles wirklich enge Freunde. Tanken war ich an dem Tag. Tanken? Aha. Ja. Okay. Die Quittung hebe ich auch immer auf. Ja. Das ist gleich hier um die Ecke. Wir gehen immer zur selben Tankstelle. Meinen Sie, da ist ein Zusammenhang irgendwie? Ja, das müssen wir jetzt rausfinden. Also wir greifen wirklich nach jedem Strohhalm, der uns da weiterhelfen kann. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich mal zu der Tankstelle hinfahren und mal nachhören, ob der vielleicht ein Überwachungsband hat oder sonstiges, wo man vielleicht was drauf sehen könnte, was uns vielleicht weiterhilft. Ne? Jetzt werden wir erstmal die anderen betroffenen Opfer abklappern, ob die vielleicht auch tanken gewesen sind. Wenn wir da einen Zusammenhang finden könnten mit der Tankstelle, das würde uns auf jeden Fall einen Riesenschritt weiterbringen. Die Kooperation mit der Polizei funktioniert zurzeit sehr gut. Wir konnten 10 Personen abtelefonieren, die auch Opfer dieser, ich sag jetzt mal, Einbruchserie geworden sind. 3 von denen konnten sich leider gar nicht mehr erinnern, was an dem Tag davor gewesen ist, aber 7 konnten uns immerhin sagen, dass sie auch hier in der Tankstelle tanken waren. So, und jetzt werden wir uns mal mit dem Tankwart unterhalten, mal gucken, ob wir was rausfinden können. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wir sind Privatdetektive der Detektei Stahl. Genau. Hallo, Chris Teuber ist mein Name. Detektei Stahl? Wir haben mal einige Fragen. Genau. Und zwar geht's um Folgendes. Ja, kommen Sie ruhig mal auf Seite. Wir haben einen Auftraggeber, bei dem wurde kürzlich mehrmals eingebrochen, generell im Umfeld. Hier in der Gegend? Das ist ja unmöglich. Ja, ich wollte Sie einfach fragen, ob Sie da irgendwas von gehört haben, von so einer Einbruchsserie, weil das komisch ist, dass die bei Ihnen Kunden sind und alle einen Tag zuvor bei Ihnen getankt haben. Das ist fast unmöglich. Gut, die meisten Leute, die kommen hier hin, weil das die günstigste Tankstelle ist. Aber hier mit dieser Tankstelle in Verbindung bringen, das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie denn Überwachungskameras? Da haben wir einige von. Da müssten wir in Ruhe nach hinten gehen. Ja, wir haben nämlich auch genaue Daten. Dass Sie vielleicht einen Beleg haben oder was. Uhrzeiten hätten wir auch genau. Die Dame war nämlich auch wichtig bei Ihnen tanken. Und zwar war das genau vor 6 Tagen um 16.34 Uhr. Haben Sie da das noch auf der Bänder? Ja, das müsste alles noch da sein. Nur das dauert ein bisschen, bis das dann rausfällt. Wenn das zu den Ermittlungen beitragen kann, dass wir den Fall lösen, dann nehmen wir die Zeit gerne in Kauf. Guck mal, da oben ist doch unsere Auftraggeberin, oder? Ja, das ist die Frau Königs. Ja, die Dame, die wohnt hier in der Ecke und die kommt laufend hier zum Tanken. Ja, gut, die tanken Opfer, die arbeiten, beziehungsweise die wohnen ja alle hier in dem Kreis. Deswegen sind wir alles im selben Umfeld zumindest. Aber tanken ist ja erstmal nichts Außergewöhnliches, ne? Das machst du auch ab und an. Ja, tanken tut man normalerweise immer an der Tankstelle, ne? Also meistens zumindest. Was ist denn das da für ein Typ mit der Kiste? Die stehen meistens zu zweit hier. Der eine ist jetzt ein bisschen weiter da drüben und die verteilen da Präsente. Sind die denn gemeldet? Oder was? Also haben die sich bei Ihnen vorgestellt oder gemeldet? Die sind aber freundlich und nett zu den Kunden. Und deswegen habe ich gesagt, komm, lasse mal. Habt ihr in dem Moment auch nicht groß dabei gedacht. Ne? Und sonst noch eine zweite. Ach, guck mal, der schenkt dir auch direkt da was, ne? Ja. Was ist das? Ein Duftbaum ist das? Ein Duftbaum. Ja. Die sind komisch. Und die sind die regelmäßig hier? Nicht immer, aber 2-3 Mal die Woche. Ich rufe mal die Auftraggeberin an. Hallo Frau Königs, hier ist die Frau Reinhardt. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, wir sind hier gerade an der Tankstelle und gucken uns die Überwachungsvideos an, wo Sie hier getankt haben, an dem Tag zuvor, wo das passiert ist. Können Sie sich daran noch erinnern, dass Sie da so ein Werbegeschenk bekommen haben, einen Duftbaum? Ja, da kann ich mich dran erinnern. Aber ich dachte irgendwie, der gehört zur Tankstelle der Mitarbeiter.
Wir haben bereits die Liste abtelefoniert von den ganzen Opfern. Fest steht, alle Opfer, die hier getankt haben, haben auch im Nachhinein so einen Duftbaum geschenkt bekommen. Der befindet sich aber mittlerweile nicht mehr im Auto, wurde geklaut, anscheinend auch beim Einbruch vom Auto. Für uns sehr, sehr komisch, sehr suspekt die ganze Sache. Wir observieren jetzt hier schon seit einem Tag. Bisher sind die Typen nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe, dass sie noch auftauchen, weil dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, auch an so ein Bäumchen ranzukommen. Mann, Mann, Mann. Aber wir müssen auch noch tanken heute, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Können wir gleich ausnutzen. Ist doch super. Guck mal da, der Typ da. Was hat denn der da in der Hand? Ach, guck mal, auch da hinten. Das ist doch der. Das ist doch der Typ mit dem. Das ist doch derselbe. Wunderbar. Wieder mit seinem Päckchen, ne? In der Hand. Pass auf, weißt du, was wir machen? Du hast ja gerade schon angesprochen, dass wir mal tanken müssen, ne? Ja, dann. Machen wir das doch einfach mal. Genau. Gehen wir tanken und dann gehe ich bezahlen und dann werde ich mir mal so ein Duftbäumchen da holen. Sehr schön. So sieht das nämlich aus. Ja, cool. Hallo. Darf ich Ihnen einen Gratis-Duftbaum mitgeben? Ja, gerne. Bestimmte Farbe oder? Ja, ich nehme passend zum Outfit das grüne Bäumchen. Das grüne Bäumchen. Sehr gut. Bitte. Danke. Moin, moin. Hallo. Jetzt bin ich mal gespannt wie ein Flitzebogen. Siehst du das? Hier. Guck mal. Da ist ein Chip drin. Nee, ist nicht wahr. So, irgendwie sowas habe ich mir schon fast gedacht gehabt, ey. Ja, klar, guck mal, auch hier ist auch. Dann peilen die nämlich dann die Adressen an, fahren die über GPRS, fahren die hier an und wissen dann genau, aha, hier gibt's was zu holen. Die Leute haben Geld, die fahren dicke Autos, weißt du? So, ja, dann nehme ich mir jetzt noch hier hin, der riecht ja gut. Jetzt haben wir so ein Bäumchen mit einem Peilsender, das heißt, die werden jetzt genau abwarten, wo wir hinfahren. Und dann den nächsten. Ich habe eine Idee. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Ich habe noch einen alten Kollegen, der schuldet mir noch einen Gefallen. Und der hat eigentlich, der hat mehrere Immobilien. Und da rufe ich jetzt mal an. Ja, hi, Max. Ich bin's, Chris. Ja, genau. Hör mal, pass auf, Junge. Ich habe noch einen Gefallen bei dir gut, ne? Ja. Ich bräuchte heute mal für die nächsten paar Tage, bräuchte ich mal eine von deinen Wohnungen. Sobald die kommen, kommen wir zu dir, ja, und dann steigen wir mit ins Auto, dass die denken, dass hier freie Bahn für die ist. Ja, die gehen ganz normal ab und da raus, dass die denken, jetzt geht da ein bisschen weg oder was. Ja, ja. Ja, und dann nimmt er die Karre und dann kommt der, wenn ich mich hier platziere, da ist ein Parkplatz in der Nähe, da stehe ich, dann kommt der hier schnell bei mir, Tür springt aus und fährst mit dem Peilsender weiter. Ja, so. Alles klar. Okay, alles klar. Okay. Da kommt ein Auto. Du kriegst hier gerade ein Auto her. Komm her. Da parkt ein Auto. Du, das... Hier ist ein Auto, das parkt gerade ab. Ich glaube, das sind die. Wir gehen jetzt raus, ja? Wir gehen raus, komm. Alles klar. Lasst euch nicht anmerken, geht ganz locker zum Auto, setzt euch ruhig ein und fahrt los. Okay, ich stehe schon auf dem Parkplatz. Okay, alles klar. Okay, bis gleich. Dann lass uns erstmal losfahren. Gut, Carsten müsste jetzt eigentlich hier vorne direkt stehen, oder? Ja, ja, hier auf dem Parkplatz. So. Bin ich immer gespannt. Cool, da ist er schon. Ja, sehr gut. Alles klar. Jacke an. Ja. Sukura, hör mir genau zu. Du bleibst in der Karre drin, fährst jetzt ungefähr 10 Minuten weit los, dann schmeißt den scheiß Peilsender aus dem Auto und kommst wieder zurück. In der Zeit habe ich die Typen geschnappt und so verkabelt und verpackt. Das ist die Karre von denen. Ja. Du auf die eine rechts oder links. Wir versuchen sie zu splitten. Jetzt sitzt er da. Alles klar. Okay. So, hier ist ein Auto. Auf die Lampe. Gut, bleib mal.
Hallo. Alles klar. Ich schnapp mir gleich, denn ihr seid gleich wieder zusammen. Du wartest hier mit ihm. Halt ihm den Mund zu, damit er nicht redet. Ja, alles klar. Übernimm, übernimm ihn mal. Hab ich schon. Daschen! Vorsicht, Kamera! Wo willst du hin, mein Freund? Was ist los? Lass weg! Hände! Los, Mann! Ruhe! Lass mich los! Die Hände! Ganz ruhig! Pass mal auf, der Staatsanwalt, der wird sich schon mit euch befassen. Ja, wir haben mit Sicherheit eure Fingerabdrücke. Und da ist ja mit Sicherheit genug Beweismittel drin. Ja? Braucht jetzt nicht hier auf cool tun. Hier und jetzt auf Feierabend. Und ich bin mir ganz sicher, dass jetzt die Einbruchsserie hier aufhört mit euch Kackvögeln hier. Aber ganz ehrlich, mit den Wunderbäumchen ist ja wirklich eine clevere Idee. Ja, gut, danke schön nochmal. Aber wisst ihr was? Ich bin so ein Scherzkeks. Ich werde euch ein paar davon in den Knast schicken. Die Jungs haben die Gelegenheit genutzt und sind eingestiegen, als wir rausgegangen sind. Wir haben den Zugriff gut gestartet und haben die Jungs jetzt eingesackt. Jetzt bin ich natürlich vollends zufrieden mit der ganzen Geschichte.